Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge im Landwirtschaftssimulator 22. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um zu sehen, was heute hier so passiert. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Mais gelegt und haben geschaut, wie sich die Maestro performt, also wie sie performt hat. Und damit sehr zufrieden. Und heute auch schon was bei uns. Im letzten noch schon vielleicht schon mal geguckt haben. Wenn nicht, denn jetzt halt schauen wir uns eine neue Presse gekauft. Eine Gowai G1F 125 Kombi. 125 halt für die Größe der Ballen und Kombi halt da, ja, weil sie wickeln kann und hier noch ein bisschen umschubsen kann. Plus noch, das ist halt extra separat. Gibt es denn, muss man sich dazu konfigurieren, ein Silimited Tank. Passt perfekt. Wir wollen nämlich Silageballen machen. Mal sehen, wie die ist halt. Bei unserer Fastball, die war ja sowieso eine gebrauchte Maschine, die wir uns ja schon auch früh schon geholt haben. Na? Und zur Zeit mit was Neuem halt. Da können wir auch alles hier rein. Voll ist dann noch das Fass. Oh, 800 Liter, ja, die Häcksler haben ja nicht viel genommen. Was anderes war ja da nicht, was sie die mit genommen hat. Ja doch, der Ladewagen hat noch ein bisschen, aber ich sag 1000 Liter halt, ist besser halt, aber wie gesagt, bei Mod mit bei wo, bei so einem Ladewagen Mod, gab es auch andere, da waren noch Fässer mit bei, oder ich glaube da war auch der 1000 Liter Fass mit drinne. Dann können wir den mal voll laufen lassen. Ansonsten oh, schön detailliert. Not aus halt. Ah, dieser kleine Kollege ist der Ballenschubser. Oder? Ja, wir machen jetzt mal 50 Liter drin. Gerade bei der Hälfte 100 Liter, 100 Liter, 100 Liter passen in den kleinen Behälter darin. Das hält ja ein Gerücht. So 50 Liter ist aber auch schon mal. So. Ja, kurz simuliert. Ja, der steht hier noch, weil die Flächen hier hinten noch gewalzt werden müssen. Aber ich wollte erstmal hier loslegen. Mit dem Pressen. Und klappen wir mal aus. Und fährt gleich der Wagen ein bisschen raus, wo näher die Ballen drauf liegen, die dann nachher entwickelt werden. Das ist jetzt eine Schalter, automatische Ablage. Wir werden mal das Ganze machen und schauen mal, wie das Ganze so funktioniert. Hören wir. Ja, okay, wir müssen dann anhalten. Na, sonst würden wir auch viel langsamer fahren.
Und boing. Wird auch geschubst. Oh, der Tisch fährt vor. Zieht wieder nach hinten. Und wickelt den Ball ein. Sehr schön. Gut, man kann jetzt sagen, wir hätten jetzt eventuell einen Nachteil, halt, weil wir jetzt jedes Mal anhalten müssen und halt nicht so schnell arbeiten können. Aber mir stört das eigentlich gar nicht. Nee. Ich habe mitgekriegt, dass er nicht piept, ne? Hat jeder so laut Musik an. Ach ja. Ah, ich finde, sie arbeitet eigentlich ganz gut. Warte mal, kann er den nur noch umschmeißen? Beschweren kann ich mich eher da weniger. So. So. Ja, muss ich aber nochmal gucken. Wir kriegen hier 3500. An Volumen raus. Müsste aber auch eigentlich die bei Ihnen eine Ladung ist ja noch da vor Ort. Beim Kuhstall mit den Alpen, also die von der Fastbolle Pressoren sind. Blub. Und schon aus der Bahn gekickt, ey. Oh ja, runter. Die fahren hier wie verrückt. Die müssten auch 3500 haben. Weil die Passball hat, glaube ich, auch 125er Ballen gepresst. Ah, die bekommt gut Futter. Und hier sind auch noch, und wir haben gerade Platz schon 10 Ballen mit Ziellimite. Das habe ich aber auch nicht so im Kopf. Wie viel?
Weil wir sonst hier von der Fläche runterbekommen haben. So 18 halt. Auf jeden Fall unter 20 Ballen. Boah, ist so gewesen. Und so, die gern schon. Wo wir damit ja angefangen haben, überhaupt in so unserer Flächen. Ne? Haben wir das ja dann im späteren Verlauf des Jahres ja wieder verkauft und haben daraus Geld gemacht. Und nun nutzen wir das zum Futter machen. Für die Kühe, damit die halt gesättigt werden. Jetzt die nächsten, was wir jetzt hier runter kriegen, mal gucken. Wir haben doch weiterhin Zuwachs an Heu zum späten Schnitt. Das müsste noch reichen. Nehmen wir keine Pferde, also wird das noch locker reichen. Mit dem jetzigen Bestand der Tiere. Vielleicht nun gegen auch noch einen Schritt mehr und machen doch mehr als 100 Tiere. Bis jetzt haben wir diese Zahl ja noch nicht erreicht. Weiter bei der mehr Futter. Gut, wir haben jetzt auch großflächig auch sehr gute Maisflächen. Gut, aber die wir ja auch in den Fermenter fahren, um daraus halt Silage zu machen. Aber okay, kein Keilsilo haben. Und den verkaufen wir ja wieder dementsprechend. Wenn es dann so weit gekommen ist. Aber wir brauchen noch ein bisschen Geld, weil wir wollen uns ja noch einen neuen Täuscher uns noch holen. Mit dem wir dann das große Haferfeld abernten. Ich hab dir schon einiges im Auge geworfen. Schon mal gezeigt. Welche Vorstellungen halt, was ein bisschen praktischer ist, auch von der Aufteilung der Maschinen. Also, wir sparen uns so gesehen ein, ja, gut, kann man dazu Arbeitstheorie sagen, denn weil im Schneidwerk ist schon der Schneidwerkswagen mit integriert oder mit verbaut. Ah, kann ich gut schätzen. Jetzt haben wir schon von dem Feld 18 Ballen runter. Hat sich schon nicht viel verändert. Wo wir Siliermittel verwenden. Zack, da wird er wieder umgeschmissen. Liegt alles nicht dabei. Können wir noch umsatteln? Also sind wir auf unsere große Fläche, die wir ja haben wir jetzt ja verbunden. Und oh, da wird es auch schon grün auf den Flächen. Also wie lange ich die große Fläche jetzt hier das Wiese lasse, vielleicht lasse ich das auch so Dauergrünland, ehe wir auch schon die 47 halt haben.
Weil oben bei den Schafen haben wir ja auch noch Grünland. Was aber ja halt Anfangszeit, wo wir noch keine Schafe da waren, von da oben das Gras runtergefahren und dann so einen Fermenter gemacht hat, wo ich das Ballen gepresst habe da oben. Ah, jetzt dient die Grasfläche da oben zur Versorgung der Schafe. Da steht bisher auch immer noch ein Stall und bis jetzt kommt auch gute Wolle bei raus, mit dem wir dann ein bisschen später die Kleidung verkaufen können. Nochmal schnell mal gucken. Ja, die hat auch 125 L gepresst. Also und dann, wo die anderen dann auch da dann 3500, die wir dann da auf dem Platz zu stehen haben. Guck mal, so den Ladewagen habe ich ja schon hier, der steht ja in der Werkstatt. Also Durchsicht. Und vielleicht nutze ich auch die großen, die da hier hinterstehen, hinter unseren Planoflieger, damit die auch wieder weiter im Einsatz kommen. Ich muss mal gucken, jetzt wächst der Einlagerung, ob das da überhaupt Platz reicht. Oder ob halt der Platz ist, damit ich wieder unter dem Flachdach leben können. Wo sie ja sonst so gelagert haben. Ob ich das halt so dementsprechend entladen kann, damit das halt passt. Ansonsten muss ich halt den Ballensammelwagen nehmen, den wir ja in der Werkstatt zu stehen haben. So, dann fahre ich hier nochmal meine Bahn nochmal auf und ab und sammle ein bisschen später die ganzen Ballen ein. Und wenn ich das getan habe, werde ich dann noch die Flächen walzen. Ja. Also ein bisschen weniger Schnacke halt. Einfach nur sehen. Und wenn es euch denn dann gefallen hat, zeigt es, indem ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und jetzt Kommentar schreibt, wie findet ihr überhaupt das Gurbel-Paket? Das sind da nicht nur Pressen drin, auch etwas auch andere Maschinen halt. Also da wo wir auch halt nicht nur die drei oder zwei Arten so pressen können, sondern wir können auch andere Sorten auch dementsprechend zu Ballen formen. Wie viele Möglichkeiten haben wir da in diesem Pack? Gut, dann war es das von meiner Seite aus. Habt einen schönen Tag, gute Nacht. Wir sehen, hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht im Landwirtschaftssimulator 22 oder auch bei einem anderen Projekt. Bleibt gesund. Tschüss.